Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von F1 2019 zusammen mit Jan im Multiplayer bei Racing Point. Wow, kein Regen, sieht nämlich ziemlich bedeckt aus. Also seit 4 Rennen habe ich keine Punkte, Mike, seit 3 Rennen, also es muss mal wieder klappen. Und wir haben jetzt noch 6 Strecken mit Russland hier im Rennkalender und Russland ist eigentlich, finde ich, noch meine, ich mag sie am meisten von den 6 letzten Strecken, deswegen. Ich nicht. Also es ist eine Strecke, die ist okay. Es ist eine Strecke, die ist okay, aber es gibt auch andere, die okay sind. Und ich habe nicht Test gefahren. Ich kam nämlich heute wieder zur Aufnahme zu spät. Ja. Jan hat dementsprechend Test gefahren und ich habe jetzt keine Zeit mehr dafür gehabt. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich habe halt bloß die Angst, dass ich wieder nicht eingefahren bin, weil seit wir das letzte Rennen aufgenommen haben, ist jetzt wieder eine Woche vergangen. Keine Ahnung. Eine Woche ist ja nicht so viel. Ja, ist jetzt nicht so mega viel, aber ja, perfekt eingefahren. Ich bin übrigens direkt hinter dir, kannst mal ein bisschen schneller fahren. Nur ein Ticken. War doch schon schnell, noch schneller kann ich nicht. Vollgas. Was ein Bob. Wow! Ich bin. Hallo. Gasly kommt von hinten. Achtung. Überholen könnte. Wo hast du hier Italien war dieses Wochenende bei uns? Na, hast du das gesehen? In echt? Ja, das habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ich habe nur die Highlights wieder gesehen, aber. Hey, ja, genau. Das war so gut einfach, dieses Rennen. Gar keine Fahrfehler von den Leuten, nee. Gefühlt jeder hat so 20 Fahrfehler gemacht. Vorderbremskraftverteilung. Ich fand das gut, wie Vettel Fetus. Ja, hallo. Und, kauft unseren Merch übrigens. Ja, den haben wir heute nicht an, weil wir das alles vorproduzieren und den es aktuell noch gar nicht gibt. Wir haben ihn trotzdem schon. Wir haben ihn uns schon bestellt, aber wir machen jetzt so ein Ankündigungsvideo und so, das habt ihr bestimmt alle schon gesehen. Und deswegen wollen wir das. Wow! Vollidiot davor. Was war, wie langsam fährst du denn? Ich musste gerade meine Sachen hochstellen und hat er mich überholt. Ja, ist doch egal. Ist egal, oder? Ist ja nicht so, dass ich wahrscheinlich viel schneller bin als Gasly. Auf jeden Fall wollen wir den nicht vollschwitzen, deswegen haben wir uns jetzt was anderes angezogen. Auch wenn wir mehrere Sachen davon haben, aber. Ja, wir brauchen das alles fürs Fotoshooting und alles. Ja, einmal das und natürlich für die Pro Evolution Soccer Aufnahmen, weil morgen für uns ist morgen der Release-Tag von Pro Evolution Soccer. Und von dem Merch. Und von dem Mord. Von dem Merch. Ganz zufällig auf demselben Tag gelandet. Ganz zufällig, yo. Ja, auf jeden Fall könnt ihr da mal vorbeischauen, falls ihr Bock habt. Also ich glaube meine Qualifying-Runde, das habe ich auch schon im Zeitfahren gesehen, dass irgendwie ganz relativ konstant vielleicht sogar fahren, was natürlich fürs Rennen gut ist, aber Qualifying-mäßig bin ich echt Albon! Kacke. Deswegen, ich bin heute im Red Bull-Outfit, ich habe mir das Red Bull-Polo-Shirt von den alten Red Bull-Zeiten angezogen. Ja. So wie jede Folge meiner Red Bull Cap hier. Ja, ich habe das bei dir gesehen, dass du die Sachen noch hast und ich habe gedacht, komm, weißt du was, kann ich ja auch mal wieder anziehen. Alter, Gasly, war doch nicht so langsam, jetzt saut er meine Runde, jetzt muss ich ihn überholen. Ich wollte ja eigentlich vorsichtiger fahren. Überholen. Also ich habe gar keine Ahnung, was das für eine Runde ist. Damit ich kann es null einschätzen. Meine hätte okay, Platz 2. Meine hätte auch besser sein können, deutlich. 3 Zehntel. Wieso fährst du eigentlich schon? Bist du Dippo? Ja, ein Zuschauer hat mir das die ganze Zeit geschrieben, dass ich das jetzt auch mal ändern soll. Und dann dachte ich so, ja, okay, hast ja recht. Weil ich finde es halt immer so anstrengend, rauszufahren, reinzufahren, rauszufahren, reinzufahren. Aber. Auch so ein anstrengend. An sich hat er ja recht. Also er hat ja dann geschrieben, ja, von wegen.
wenn du mit zwei Reifen fährst, dann, Alter, er labert mir dazwischen. Ja, man sollte schon mit vier Reifen fahren, oder? Alter, mit zwei Reifen setzen, sorry, du Model. Ah, mein Boxenfunk funktioniert geil. Nein, fuck, was? Ich hab grad geguckt und meine gehen und hab dabei gesagt, nein, was, weißt du, was er angenommen hat? Chef, sei leise. What the fuck? Wieso gibt's das überhaupt? Was? Fünf-Platze-Grid-Strafe! Was hast du gesagt? Ich hab 5-Platze-Grid-Strafe bekommen, hab ich gesagt! Das davor meinte ich. Aber das ist natürlich auch unpraktisch. Da wird der eigentlich voll labert. So, bitte überhol mich jetzt nicht nochmal, fahr keine neue Runde, wir schneiden jetzt gleich. Einfach fahren an die Box. Was? Warum ja. Das denn? Weil ich auf Platz 5 starten würde! Und ich auf Platz 6. Ja, und wenn die uns alle noch überholen, dann ist es Russell ja, hinter mir. Genau, oder? Ah. Da bin ich sogar extra nochmal gegen die Wand gefahren, um meinen Freund wieder kaputt zu machen. Meine Kopfhörer. Ach, ich soll gegen die Wand. Nein. Ich bin aus Versehen gegen die Wand gefahren, hab ich gesagt. Ja, aber das ist okay. Ist okay, ja. Ich hab dich gerade übrigens ultra leise gestellt, weil du einfach mein Ohr gar zerschmettert hast. So, Leute. Qualifying beendet. Und Jan ist Erster geblieben. Natürlich jetzt 5 Plätze nach hinten. Und ich bin Zweiter geblieben. Wir sind enorm viel stärker als die Bots. Verstappen. Obwohl wir nur eine Runde gefahren sind. Wo ist denn Verstappen? Gar nicht dabei. Der hat keinen Bock. Oder er ist auf Platz 12, also auf Platz 12 und Platz 15 sind die beiden, die für mich wichtig sind. Ja, und ich starte von Platz 5 ist natürlich, also starten ist wie gesagt immer, aber ich starte, guck mal, Kürt ist dann vor mir, Steins, ganz komische Leute. Also, wo ich ja normalerweise mit meinem Auto schon auf jeden Fall vorbeikomme. Ist. Ganz weiß, komische Leute, Mieke und so, was ist das denn? Ja, den überhole ich sowieso immer, der ist so schlecht. Selber in die Quere, wenn du die erste Kurve zu schnell nimmst. Wir müssen sauber fahren, wenn wir heute gut sein wollen. Was wollte ich sagen? Ja, genau, 3 Sekunden schneller als die Bots, obwohl wir eigentlich noch hätten besser fahren können. Wir sind ja nur eine einzige Runde gefahren. Hört sich gar nicht so übel an, aber ja, an sich bin ich natürlich trotzdem Ja, das ist bei Russland, glaube ich, generell so, also an sich bin ich natürlich trotzdem nicht eingefahren und habe trotzdem Qualifying Angst. Vor allem Qualifying sind, das ist ja meistens immer so, dass, also Qualifying sind ja vor allen Dingen immer irgendwie schlecht. Gar nicht so unbedingt im Rennen, das war ja... Hä? Ich kann wieder nicht fahren. Ja, weiß ich. Alter, die Fresse. Was ein Spacken, Alter. Er sagt, wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Albon kürt. Und dann hast du noch 2 Autos vorgelassen, du Genie. Sainz und Bottas sind das. Also Bottas ist der, der direkt hinter mir startet. Der wird auch wieder richtig Stress machen. Wobei ich eh so schlecht starte, dass mich alle überholen. Selbst du. Eigentlich ist dein Platz so gefährlich. Eigentlich ist dein Platz so gefährlich. Ja, wenn du jetzt nicht so ein Italien-Ding ja, eben. Hinlegst. Weil Platz 5 ist so der, der mich so als letztes überholt nach dem Start, weil viel mehr ja nicht, weil ich starte ja dann doch irgendwann, ne? Ja, kann man. Aber so Platz 5 überholt mich schon noch. Kannst du nicht erst losfahren, wenn ich an dir vorbei bin? Ich geb dir dann das Go. Sollen wir? Ja. Auf jeden Fall ist halt so das Problem dann, dass es dann passieren kann, dass ich dann mit dir irgendwie kollidiere. Wäre natürlich ja. Nicht so cool. Du musst mich vorbeilassen, ist ja wohl ganz logisch. Ja, oder? Vor dir in der Fahrerwertung, ich bin der Wichtige. Ich bin Fahrer 1 und ich werde wieder einen krassen Endspurt hinlegen, Leute. Hoffe ich doch, wenn nicht, dann habe ich natürlich eine super Saison hingelegt. So, jetzt endlich mal, wo der Typ vor mir ist, kann ich mal ordentlich meine Reifen warm fahren.
Jetzt vorstellen, hochstellen, hoch, hoch, hoch. Also gut. Ja, Leute. Drückt mir die Daumen. Die letzten drei Rennen habe ich alle in der ersten Runde beendet. Ich will wenigstens ein bisschen länger fahren. Wir nehmen am heutigen Tag zwei Rennen auf, wenn ich mich übrigens ein bisschen verschlafen anhöre, wie gesagt, ne? Bin erst aufgestanden. Die Rennfahrer nehmen ihre Positionen ein. Geduldet dich und achte auf die Startampel. Alter. Okay. Geil. Das ist richtig eselig. Ne, irgendwie nicht. Warum ist gelbe Flagge? Ja, Start war okay. War ein ganz okayer Start von mir. Von mir auch. Boah, ist das mies! Was macht Bottas? Ich fahr fast in die Wand wegen dem Trottel. Das war so knapp. Das ist immer noch so knapp. Ich mache lieber ein kurzes Abkürzmanöver. Ich bin nur noch Achter, weil was? Ich wollte mich aus dem ganzen... Unerlaubtes Überholen, oder? Alter, was machst du da so weit rechts? Ich wollte alle überholen und du so gehst ja, so rechts. Ja, unerlaubtes Überholen. Ich musste alle vorbeilassen, gefühlt. Ah, ich habe auch irgendwie überholt. Ja, genau, bremst! Ja, ich habe nicht gebremst. Das war für mich gerade so ein Schock. Du fährst genau vor mir und wirst langsamer. Ja, weil ich gehört habe, Gas zu geben, weil ich... Junge, jetzt bin ich wegen dem unerlaubten Überholen einfach 9 Plätze zurückgefallen. Warum? Ja, ich hab auch gibt es sowas? Vor allem das Ding ist, ich habe nur... Also wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen so normaler überholen. Das Ding ist, ich habe nur unerlaubt überholt. Ich habe nur unerlaubt überholt, weil die mich rausgedrängt haben. Und dann habe ich die Kurve ein bisschen geschnitten. Das ist so lächerlich. Ah. Naja, Albon und Sainz. So ein Scheiß, Alter. Sollte ich ja überholen. Drecksgame. Haben Albon und Gasly die Autos getauscht. Was? Warum? Wir hatten vor Belgien quasi der eine von Toro Rosso zu Red Bull gewechselt. Der andere wurde runtergestuft. Toro Rosso ist ja quasi das Nachwuchsfahrerteam von Red Bull. Und Gasly ist jetzt bei Toro Rosso. Gasly wurde runtergestuft, ja. Und Albon, ja, okay. Albon. Oh nein! Ich seh's, die bremsen alle. Ich schneid wieder die Kurve wahrscheinlich, oder? Hm? Das war echt scheiße. Nein, jetzt bin ich letzter. Ah, alles klar. Ey, ich hab die erste Runde überlebt. Kann ich schon ein bisschen stolz sein. Leute, es tut mir so leid, ich muss wirklich vorsichtiger sein. Ey, es tut mir so im Herzen. Ja, schaut auf meinem Kanal vorbei. Ich bin richtig vorsichtig. Aber ihr könnt auf jeden Fall auf beiden Kanälen vorbeischauen und das parallel gucken, das Rennen aus zwei Sichten. Das ist auf jeden Fall möglich. Und ist krass. Du bist jetzt ganz letzter, ne? 20. Ja. Oh. Und musst du an die Box? Ja, so ne? Natürlich. Nee, muss nicht. Ja, also bei, ich hab gelben von früher, bei dir ist voll was weggeflogen, deswegen dachte ich, okay, ja, safe. Ja, gelb, aber es geht noch. Also. Fahren, Alter, die quetschen mich hier an die Bande, das ist halt... Ja, das war bei mir auch so, das ist so eng, das ist so nervig und du musst halt richtig aufpassen, weil wenn die mal einen Zucker nach links machen und die KI macht das gerne Alter, mal... Alter, drängt der mich hier von der Fahrbahn, der Norris. Das ist schon ziemlich... Ah, du musst jetzt aber wirklich wieder aufpassen, weil wie ich dich... Nein, jetzt habe ich zwei gelbe Fronten. Ich sag's ja. Beide, wie ich dich kenn... auf der Strecke, er lenkt von links ein und rappt mir voll den Frontflügel weg. Wenn, wie ich dich... Oh, und schon wieder rappt er mich von hinten. Zum Glück kann hinten nichts kaputt gehen. Ist ja doof. Jetzt bin ich wieder 20. Wie ich dich kenne, überholst du immer ziemlich riskant. Oh, Albon und Raikön boxen sich. Was heißt boxen? Die kämpfen halt gegeneinander. Das war so knapp. Ich bin fast auf Albon draufgefahren. Das waren ungefähr 5 mm. Alter, der schiebt mich an. Ja, so. Junge, ist der doof? Aber gelber Frontflügel geht voll klar auf der Strecke. Das war richtig schlecht von mir, aber egal, ich habe ihn überholt. Sehr gut.
irgendwie gar nicht das Gefühl, dass es schlechter ist. Also ich glaube, es ist eine richtig gute Sache, so ein gelber Frontflügel. Ja, und Albon ist einfach der hässlichste Spieler, den ich kenne. Wow! Welchen Platz bist du denn? 6. Ich kann Albon nicht überholen, der drängt einen immer richtig raus. Also der fährt schon Absicht fast selber gegen die Wand. Wie willst du denn da vorbei, Alter? Ja, es ist so verrückt, was der Typ macht. Da sind so viele Autos hintereinander, sind die alle richtig behindert. Wir haben, glaube ich, 30 Autos in der Bring mich doch nicht zum Lachen. Sonst mache ich das so immer. Dich zum Lachen bringen machst du. Dich bringe ich zum Lachen. Und dann kannst du nicht gewinnen und jetzt machst du es bei mir. Was ist das denn? Alter, warum mache ich das eigentlich? Weiß ich nicht. Oh, Ranger Frontflügel in derselben Kurve, nur ein anderes Auto, was in mich reingelenkt hat. Ja, macht ja nichts auf dieser Strecke. Kannst auch ohne Frontflügel fahren, ist ja egal. So lenken die in mich ein, ich weiß, ich kürze dich. Ey, bitte, Albon, mach jetzt bitte keinen Scheiß. Ich bin in! Fick dich, Alter, war das wieder knapp, aber er hat Platz gemacht. Ich weiß das schon, wenn die Zuschauer das wieder sehen. Ich weiß, dass ich da die Kurve enger nehme als gewollt. Aber wenn ich dann da halt bin. Nein, ich dreh mich richtig rip. Ja, Reifen weg. Alter, was ist das für ein Scheißspiel? Gott. Leute, ich weiß es nicht, was das ist. Ich weiß nicht, wie viele Runden das waren. Ich habe nicht drauf geguckt, wie viele ich schon gefahren bin. Aber die bin ich gut gefahren. Also ich fand mich nicht schlecht. Und ich bin auch sicher gefahren. Außer halt jetzt. Oranger Frontflügel merkt man dann doch schon. Außer halt jetzt. Tut mir leid, ich habe Albon dadurch auch gekillt. War nicht meine Absicht. Ach, nichts, hat mir 2 Plätze gebracht. Das Ding ist, eigentlich haben wir uns gleichzeitig gekillt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn Albon nicht in mich reingefahren wäre, dann wäre ich, hätte ich mein Auto wieder unter Kontrolle gekriegt. Aber er ist in mich reingefahren, Alter, und deswegen sind wir beide gestorben. Also halt raus. Gestorben, oder? Ja, das macht mich verdammt traurig einfach, Leute. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Es wäre wirklich was drin gewesen in diesem Rennen. Ja, wir wollen einen guten Endspurt hinlegen. Das hat jetzt heute schon mal nicht funktioniert. Wir haben noch 5 Rennen, glaube ich. Geh, glaube ich, gleich an die Box. 5 Rennen haben wir noch oder so ungefähr, ne? Danach kommen jetzt noch 5 Rennen, ja. Also wir müssen da echt einen Endspurt hinlegen, wenn ich noch was reißen will. Und ich würde dir raten, halt auf weiß zu gehen. Ja, mach ich. Und dann ist es in Ordnung. Jetzt auf weiß und. Dann schaffst du es auch durch. Gut, ich muss jetzt ja wieder ein bisschen zuschauen. Ich wünsche dir natürlich viel Glück. Schaut auf seinem Kanal vorbei und guckt da weiter. Und dann würde ich sagen, wenn ich den Part für heute. Hau rein, bis dahin. Ciao, ciao.